Ich bin ja großer Fan der Herr der Ringe-Trilogie und hier seht ihr ein paar Szenen aus den Filmen. Einige Kulissen erinnern schon sehr an die Megascan-Objekte der Unreal Engine. Und ich dachte mir, ich wollte ja ursprünglich mit der Unreal Engine Filmkulissen erstellen und da will ich wieder ein wenig was machen in der Richtung. Vielleicht bekommen wir sowas Ähnliches hin. Eine 1:1 Kopie, die werde ich nicht schaffen, aber einfach mal ein wenig experimentieren. Und hier, Minas Tirith hat es mir angetan. Diese Festung vor einer Bergkulisse. Die könnten wir doch versuchen. Wie gesagt, nicht 1:1, einfach nur mal ein Versuch. Kriegt man sowas Ähnliches hin? Ich war auf Sketchfab, habe mir gedacht, irgendein kostenloses Modell werde ich schon finden. Und da war tatsächlich die gescannte Festung da. Die ist jetzt nicht hochauflösend und für nahe ist die jetzt nicht so geeignet, aber für so eine kleine Kamerafahrt, Minas Tirith aus der Ferne, das müsste doch funktionieren, oder? Ich habe es runtergeladen, gab jetzt nur diese Dateien hier, ich habe eine Objektdatei versucht, wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ob das geht mit der Unreal Engine. Ich habe also was Neues erstellt, mit Raytracing auch. Im Game-Mode, weil der funktioniert am besten. Ich habe andere Sachen auch ausprobiert, aber da hatte ich leider etwas Probleme. Also wieder Game-Mode und hier diese Grundszenerie ausgewählt. Da habe ich einfach am wenigsten Probleme. Ein Landscape erstellt. Und ja, dann habe ich das Objekt importiert. Die Einstellung habe ich so gelassen, wie sie waren. Das Ganze importiert und ja, mein Mesh sah jetzt nicht so schön aus. Der war weiß. Wirklich knalleweiß. Hab's erstmal vergrößert. Es war auch nicht sehr, sehr groß natürlich. Ist ein detailarmes Modell. Dann bin ich rein ins Material und ja, da sah ich schon, da waren zwei so helle Dinger. Ich habe die Alt-Taste gedrückt und die Verknüpfungen getrennt durch einen Mausklick und dann sah es ganz gut aus. Reicht für meine Zwecke. Ja, hier das Original nochmal. Ihr seht in 4K, es ist gar nicht so atemberaubend, wie wir es in Erinnerung haben. Aber die Filme sind ja auch schon ein paar Jährchen alt. Und dann rein, Megascan-Objekte. Ich hatte halt jetzt nichts anderes groß zur Verfügung. Es muss ja keine 1:1 Kopie werden. Ich habe mir die Szenerie ein wenig so zusammengestellt, dass es dem Original gleicht. Im Vordergrund haben wir natürlich einen Hügel mit viel Gras. Also erstmal ein bisschen sculpten im Landscape-Modus. Und eine einfache Bodentextur einfach fürs Landscape. Was Trockenes, Gelbes, wie im Original. Mal eingefügt. Und passte schon recht gut. Hier nochmal das Original. Ja, hier so gelblich, so Grasbüschel. Also da ist auch alles digital, oder? So, brauchen wir das Gras, das Weed, was auch immer. Und ich habe auch versucht, diese Büschel hier ein wenig so zu platzieren. Und ich musste die Pflänzchen auch gut verkleinern, weil meine Größenverhältnisse ja überhaupt nicht passten in dieser Landscape. Das würde ich jetzt im Nachhinein alles nochmal anders gestalten, von den Größenverhältnissen her, weil es einfach wieder andere Probleme mit sich bringt. Und dann sehr großzügig das Gras natürlich verteilt. Die LODs, die stechen jetzt vielleicht ein wenig raus, aber wenn wir das Ganze dann rausrendern, dann stellen wir die LODs ab. Die Festung, die war ein wenig grünlich. Ich habe einfach die Sättigung rausgenommen in der Textur und schon passte das Ganze wieder besser. Ein wenig mit dem Licht gespielt. Versucht hier dieses Licht aus dem Original herzubekommen und ja, ich brauche trotzdem Berge. Ich bin also in mein Mittelalterdorf gegangen, da wusste ich, da waren ein paar Berge, die waren zwar schneebedeckt, aber die nehme ich her, mit Migrate einfach übertragen in den Content-Ordner unserer Lord of the Ring Level. Und ja, dass also ein paar Berge da sind im Hintergrund. Jetzt wird es dem Ganzen schon ähnlicher. Mit dem volumetrischen Licht ein wenig gespielt, wieder die Sonne etwas angepasst, Skylight
So soll's ja werden. Die Schatten sind noch etwas dunkel, aber das wird besser. Im Hintergrund sah man auch eine Wasserfläche, also habe ich das auch ein wenig dazu gebastelt. Also bitte nicht erwarten, dass es sehr detailreich wird. Ich wollte es einfach mal versuchen, so grundsätzlich, wie funktioniert das? Kommt man da an so geschichtsträchtigen Filmsequenzen? Kann man da rankommen? Es ist einfach ein erster Versuch. Wie gesagt, hier wieder das Original. Ich bräuchte halt solche Berge mit ein wenig mehr Grün. Aber der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Und dann rein in den Sequencer und eine Kamerafahrt erstellen. Auch im Scope-Format. Kino halt. Jo, könnte funktionieren. Ein erster Test. Ja. Wie gesagt, noch etwas dunkel hier. Aber das regeln wir alles noch nach. Und ich habe ein wenig dazu gebaut, auch wenn es im Original ein wenig kahler war da hinten am See. Habe ich da einfach noch ein paar Felsen postiert. Und ich hätte es auch noch mehr ausschmücken können, aber es war dann Mitternacht. Ich wollte das an einem Abend schaffen und das habe ich. Hier nochmal eine Kamerafahrt. Die habe ich dann endgültig übernommen. Ja, hier. Die Größenverhältnisse passen nicht. Ich habe da versucht, ein paar Gräser noch auch für die Ferne zu postieren, die ein wenig farblich rausstechen. Aber nee, ich hätte es so klein machen müssen, dass man es doch wieder nicht sieht. Also wie gesagt, ich würde da anders vorgehen. Ich würde echt mit einer Playerfigur da reingehen und schauen, dass die Größenverhältnisse von Burg und Landschaft zusammenpassen. Die ist einfach jetzt relativ klein für diese Cinematic. Und dann rausgerendert. Plugins braucht man natürlich Game Override, um die LODs abzustellen. Anti-Aliasing aktiviert, damit es nicht so flackert. Und den Apple ProRes, damit ich einen Movie-Clip kriege, auch ein Plugin, habe ich auch aktiviert. Ja, und hier das Original. Sieht toll aus. Sieht unseres auch toll aus? Ich weiß es nicht. Entscheidet ihr das? Wie gesagt, war eine schnelle Sache hier, die ich produziert hatte in 2-3 Stunden. Und hier das Ergebnis. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal, euer Cesco von Halb 8 Filmen.